Durch den Sieg von Viktoria Berlin gegen Saarbrücken ist der Abstieg der Würzburger Kickers schon vor Spielbeginn besiegelt. Das Team von Ralf Santelli will sich dennoch anständig verabschieden bei der Spielvereinigung Meppen, die seit 11 Partien auf einen Sieg wartet. Zu Beginn Meppen in Blau mit einem guten Ballvortrag. 10. Minute und dann diese sensationelle Flanke von Ballmart, der Christoph Hemlein findet. Ein super Tor der Meppener. 7 Partien ohne Heimerfolg. Die wollen ihre Fans heute noch belohnen. Seit letzter Woche klar, die können nicht mehr absteigen. Doch die eigene Defensive bereitet Probleme. Knapp 5 Minuten nach dem 1:0. Dieser Zweikampf. Keuper kommt nicht mehr auf die Innenbahn mit dem Foulspiel am sehr, sehr agilen David Kopacz. Folgerichtig die Entscheidung. 11 Meter. Hier der Kontakt. Alles richtig gesehen vom unparteiischen Erbs. Sané schon in der Vorwoche erfolgreich gegen Viktoria Berlin. Trifft auch hier 6. Saisontor für den Mittelstürmer, der auch heute den Vorzug vor Marvin Poirier erhält. Danach verflacht die Partie ein wenig bis kurz vor der Pause. Wieder geht es über den rechten Flügel. Würzburg bekommt die Kugel nicht richtig weg. Keuper mit dem Tunnel macht den Ball nochmal scharf und der landet perfekt vor den Füßen von Bayhan Ahmetov. Erster Treffer im Meppener Trikot im 20. Drittligaspiel. Heute auf der 10er-Position zu Beginn anstelle von Tankulic, der in der Sturmspitze agierte. Und hier sehen wir nochmal, warum. Kurzweg, sehr unglücklich, legt den perfekt auf für Ahmetov und der hat wenig Probleme. Die Würzburger eigentlich etwas besser, doch zur Pause konnten zunächst die Meppener Fans jubeln. In Durchgang 2 die Kickers allerdings mit dem klar besseren Spiel. Superball hier von Stefania Kopacz mit ganz viel Übersicht. Ein super herausgespieltes Tor. Leon Schneider trifft erstmalig im 62. Drittliga-Einsatz. Und er darf sich bedanken. Stefania, das ist eine tolle Verlagerung. Kopacz generell mit einem riesigen Spiel hat die nötige Übersicht. Meppen kurz nach der Pause zunächst besser, verlieren dann aber in der Folge völlig den Faden. Nur 8 Minuten nach dem 2:2 der eingewechselte Maximilian Bräunig. Toller Doppelpass und dann bleibt er cool vor Mathis Haßmann. Spiel komplett gedreht. 3. Saisontreffer des älteren der beiden Bräunig-Brüder. Super auch die Vorlage von Marvin Poirier. Erst kurz zuvor in die Partie gekommen, bereits seine 5. Torvorlage in dieser Saison. Mit einem einfachen Doppelpass nehmen sie die Meppener Verteidigung auseinander. Und Meppen völlig von der Rolle in der Folge. Stehen sich gegenseitig auf den Füßen. Der eingewechselte Dominik Meisel schickt Poirier. Der zieht einfach mal ab und jetzt patzt auch noch der in der Vorwoche so überragende Mathis Haßmann. 4:2. Die Würzburger Kickers bei diesem Spiel, das zur Frage der Moral wurde, zeigen sie selbige. Auch von einem 2:1 Rückstand lassen sie sich nicht konsternieren. Klasse Aufholjagd der Würzburger. Da kann man sich schon fragen, warum Santelli das Ganze nicht früher übernommen hat und Meppen wieder ohne Heimsieg. Die Entwicklung, ich sag mal, man merkt es ja vom Publikum, von unseren Fans her. Ja. Und das ist natürlich auch nicht schön, aber dafür sind wir natürlich hier gefordert. Und da gibt es keine Ausreden, wir müssen weiterarbeiten, auch kritisch die Dinge ansprechen. Ich mag mal ganz mutig behaupten, wir haben sicherlich 3/4 des Spiels dominiert und bestimmt, sind zweimal in Rückstand geraten und haben das immer wieder mit einer tollen Moral ausgeglichen. Und ich glaube, das sind wir ganz vielen schuldig gewesen und das haben wir bewiesen. Auch wenn der Abstieg besiegelt ist, unter Ralf Santelli bereits der 5. Sieg im 10. Spiel. Meppen lebt von der überragenden Hinrunde. Die Rückrunde zum Vergessen. Dennoch spielen sie auch im 6. Jahr 3. Liga. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.